Ja, okay, gerade habe ich nicht vor, was zu bauen, also. Mach du uns mal ein paar Holzwerkzeuge. Aber gerade nur so viel, dass du Meister wirst. Na, schlaf erstmal eine Runde. So, Holzwerkzeuge werden gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel Holz ich dafür brauche. Werden wir aber gleich sehen. Oh, Schusterei ist jetzt auch fertig. Prozent, also 5 Holz. Gut, das heißt, das Holz, was ich da habe, sollte gerade reichen. Ja, es kann nur eine Weile dauern, bis er die gemacht hat. Gerade der Fischer holt sich. Als erster Werkzeug. Du bist hungrig, dann hol Nahrung und koch was Schönes. Noch haben wir mit Fisch genug Nahrung. Und wir haben den Müller erfunden. Sehr gut. Das heißt, wenn Sven Werkzeugschreinermeister geworden ist, dann machen wir dich, dann machen, bauen wir die Bäckerei. Ja, der Anfang ist immer schwierig, bis alles läuft. Vor allem, wenn die Hälfte der Wikinger obdachlos ist. Das heißt, die Hälfte. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Ja, doch, die Hälfte. 6 von 11 ist fast die Hälfte. Ist etwas mehr als die Hälfte.
So, er isst die letzte Nahrung aus unserem Hauptlager. Das heißt, wir haben noch die 8 Nahrung hier unten. Als Notgroschen. So soll es dann auch bei Gelegenheit noch einen Jungen kriegen. Der wird dann zum Träger für den Bäcker. Du wirst jetzt wahrscheinlich dir hier den Bauch vollschlagen. Nom, nom, ja. Du bist aber wenigstens schon mal satt und ausgeschlafen und alles und kannst in Ruhe backen. Also wenn du dann Bäcker bist. Wahrscheinlich wirst du bis dahin nochmal neu essen müssen. Er ist müde, legt sich nochmal pennen, okay. Aber bald ist er Werkzeugschreiner. So, er wird gleich zum Schreinermeister. Das heißt, ich kann die Bäckerei jetzt in Auftrag geben. So. So, wieder Holzfäller. Und ich traue mich einfach mal, jetzt Gas zu geben. Sonst werden wir in der Aufnahmesession nämlich vielleicht mit der Mission nicht fertig, was ich eigentlich gehofft habe. So, Dreifamilienhaus können wir auch gleich mal planen. Ja, eins. Und hier eins. So, du bist jetzt Töpfer. Dann warten wir noch, bis du das letzte Geschirr gemacht hast. Dann wirst du wieder Lehmarbeiter. So, Bäcker. Wenn du erwachsen bist, wirst du sein Träger. Und dann kommt die Nahrung endlich rein. So, hier können wir schon mal einstellen, was wir brauchen. Nämlich 30 Bier. Speere, war das Steuerung? Ja.
Und Nahrung 100. Gut. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Gut. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Auch gut. Du auch. Du kannst wieder Leben sammeln. Im Augenblick haben wir nur zwei Häuser, die die Geschirr brauchen. Nachher werden wir dann fünf haben, halt. Ihr könnt übrigens schon mal hier einziehen. So wie du hier einziehen kannst. So, du hast Schuster erfunden. Dann mach noch ein paar Schuhe. Aber was, mach fünf. Und dann wirst du wieder Jäger. So, Bäckerei ist fertig. Gut. Jetzt bauen sie erstmal das Dreifamilienhaus hier oben. Und ja, wir kriegen Holz rein. Etwas langsam, aber wir kriegen's. Oh, so Holzfäller hat sich jetzt auch Werkzeug geholt. Ja, Träger können wir nicht ausbilden, also wirst du unser erster Träger sein. Du müsstest bald erwachsen sein, was auch gut ist. Und ja, es gibt Nahrung in der Bäckerei, das ist auch immer gut. Ich habe auch noch nie begriffen, was das Besondere am Trägermeister sein soll. Außer natürlich, dass er Händler werden kann. Weil alle anderen Berufe sind ungefähr 50% effektiver. So, du hast deine Warenmenge hergestellt. Das heißt, du wirst wieder Jäger. So, das erste Dreifamilienhaus ist fertig. Ihr solltet eigentlich für das zweite Dreifamilienhaus unten genug Stein finden, aber ich werde euch auch einen Steinmetz zur Verfügung stellen.